Okay, und damit seid gegrüßt, meine Zwergelgnomen, Hobbits und Elodim, zum Wahlomaten für die Bundestagswahl 2021. Jo. Das Prinzip ist klar. Jeder kennt hoffentlich den Wahlomaten. Hab schon einige Videos dazu gemacht. Muss nicht großartig erklären. Wir legen los. Wir hauen einfach mal rein und starten in die Wahlomaten. Schauen wir mal, was mein Parteimensch so wird diesmal. So, 38 Thesen haben wir hier wieder. Und die erste These dazu lautet: Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Ja, dem stimme ich zu, da habe ich nichts dagegen. Ja, bitte. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Ja, da war ich so perplex, weil es so ist. Da wisst ihr, dass ich dagegen bin. Erniedrigen sollte man dir. Kein Geld für Krieg. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Ja, sowas von. Müssen wir nachher doppelt gewichten. Förderung von Windenergie soll beendet werden. Auf gar keinen Fall. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden auf 100%igen Weg. Auf 100, auf jeden Fall. Ja, da habe ich gerade eine eigene Geschichte, die ich jetzt hier nicht erzählen, zeitlich nicht erzählen kann. Ja, erzähle ich irgendwo mal Podcast oder so. Heute den Podcast, bilateral Podcast. Stimme ich zu? Ja, es sollten stärker begrenzt werden. Mieterhöhungen und so weiter. Ja. Impfstoffe gegen Covid-19 sollten weiterhin durch Patente geschützt sein. Auf gar keinen Fall. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Auf gar keinen Fall. Das sind die AfD-Wähler, die hier. Wahrscheinlich auch ein paar CDU-Wähler und FDP-Wähler, AfDP halt, die hier zustimmen. Das Recht abschaffen, nein. Warum kann ich drüber nachdenken? Stimme ich nicht zu. Traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensmittel. Och, das CDU des Grüßen, AfD auch. Rechts des Größen. Natürlich nicht. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Müssen wir dazu was sagen? Der Lobbyismus gehört zerstört. Das kann man dazu sagen. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ja, bitte, aber vorgestern. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen und eine weitere Staatsbürgerschaft zu haben. Auf jeden Fall bin ich für. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Auf jeden Fall. Gendern. Gendern wird zur Pflicht. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, sowie geplant in Betrieb gehen dürfen. Bin ich dagegen, stimme ich nicht zu. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamten im Dienst generell erlaubt sein. Ja, auf. Es ist wieder so eine AfD-Wählerfrage. Ja, toll. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren soll auch langfristig möglich sein. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Auf jeden Fall, Leute. Bildung. Ich habe schon oft genug im Podcast drüber geredet. Wir haben im Podcast drüber geredet. Ja, jetzt bei den Wahlprogramm-Auseinandernehmungen bei Bilateral Podcast. Hört unseren Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt. Link in der Videobeschreibung. Ja. Bund mehr Zuständigkeiten für Schulpolitik. Definitiv dazu. Dafür. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung von Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Auf jeden Fall.
Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Definitiv nicht. Die Kirche. Kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Grüße an die AfD. Nein, soll es nicht. Soll weiterhin drin bleiben. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Auf keinen Fall. Es hat es 2000, wir haben es in der Corona-Krise gesehen, wir haben es in 2020, 2021 jetzt stark gesehen, dass das absolut nicht die Lösung ist. Es ist, stimme ich absolut nicht zu. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Wäre mal höchste Eiszeit. Definitiv. Bei der Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen, aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Ja, schon. Warum? Was ist die Frage? Okay, ja. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefordert werden als konventionelle Landwirtschaft. Asyl soll weiterhin nur für politisch Verfolgte gewährt werden. Wieder so eine AfD-Sache. Nein. Gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Von mir aus können noch weiter erhöht werden. Viel weiter. Bedingungsloses Grundeinkommen habe ich ja noch nicht gesehen als Frage. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Ja. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihre Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Ja. Ja. Schon. Aber ich würde sagen, ab einer bestimmten Lage, ab einem bestimmten Grad der Pandemie, ab einer bestimmten Höhe, ab einem bestimmten Notstand könnte man schon. Ja, also erstmal, ich würde schon sagen, erstmal ja. So, da haben wir ja die Gewichtung, können wir gewichten. Tempolimit auf Autobahn, Erhöhung Verteidigungsausgaben, Wahlen ab 16, Windenergie. Begrenzung von Mieterhöhungen, Patentschutz für Impfstoffe. Ausstieg aus der Kohleverstromung. So. So. Ja, da würde ich mal sagen, weiter zur Auswahl der Parteien. Dann nehmen wir mal die CDU, SPD, ja, die etablierten Parteien, auch wenn sie jetzt, ja, wenn es langweilig ist. Die Parteinehmer mit rein. So, wen können wir noch mit reinnehmen? Piratenpartei macht noch Sinn. Die Partei der Kommunisten auf jeden Fall. Im dritten Weg und so weiter brauchen wir uns gar nicht zu vergleichen. Volt auf jeden Fall. Nein, hier die Basis Corona oder irgendeiner Partei, dann orientiert ist. Die Urbane, die ist gut, die kann man da reinnehmen. Das MLPD will ich auch noch mit drin haben, würde ich auch gerne noch sehen. Ja, die Liebe. Partei Liebe. Natürlich Tonhöfe können wir noch mit reinnehmen. Fand ich auch ganz interessant, was die für ein Wahlprogramm haben. Habe ich mir letztens mal angeguckt. Kam, glaube ich, am Freitag das Video dazu. Freie Wähler nehmen wir noch mit rein.
Tierschutzpartei, wollen wir nur mit reinnehmen? Ja. ÖDP, Quatsch, lassen wir mal raus. Nee, es war die Allianz für das war, die wollten wir mit reinnehmen. Das war die. Ansonsten würde ich sagen, Lobbyisten für Kinder und Jugendliche, what the fuck? Ja, das war's mit dem, mit den anderen. Im Ernst, ja, müssen wir jetzt nicht, müssen wir es nicht vergleichen. Bündnis C, die Christen für Deutschland. Och, nee. Sollen wir schauen? Ah. Ja. Die Partei, ich habe schon kurz gezittert, aber die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basis demokratischer Initiative mit 90,9% auf Platz 1. Wen wundert's? Ja, Platz 2 haben wir jetzt hier die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Ja. Wie gesagt, ich finde, ich hab mir Teile des Wahlprogramms von denen auch schon durchgelesen. Finde ich nicht schlecht. Die Piraten auf Platz 3, oh schön. Okay, Volt haben wir hier, MLPD, Tierschutzallianz, die Humanisten, dann kommt die SPD, okay, Tim Totenhöfer, Freie Wähler, die AfD, wie es sich gehört, FDP, CDU, AfD, wie es sich gehört, unten, ja, da wo sie hingehören, Freie Wähler, die CDU-Alternative. Ja, so muss das, Leute. So muss das aussehen beim Wahlomaten. Jetzt noch einen Screenshot machen. Ja, jetzt könnten wir hier noch. Jetzt können wir sehen, wo wir hier Ähnlichkeiten haben. Parteienvergleich. Die Partei, die U, hier können wir noch eine auswählen. Die Piratenpartei könnte man zum Beispiel noch mit reinnehmen. Wo sind sie hier? Parteierhöhung der Verteidigungsausgaben. Volle Übereinstimmung haben wir hier. Wahlen ab 16 haben wir volle Übereinstimmung. Windenergie haben wir volle Übereinstimmung. Also das bin nicht ich, das ist das sind du, das ist die Urbane. Das bin nicht ich. Ah, ich bin auch mit. Mal ab 16 bin ich auch dafür. Windenergie, Übereinstimmung, Begrenzung der Mieterhöhung, Patentschutz für ja, Impfstoffe, Ausstieg aus der Kohleverstromung. Ja, die Piraten sind sowieso, das weiß ich auch schon, aber die Urbane ist eine tolle Partei. In vielen Punkten auch hier fällt mir überein. Urbane für Staatsbürgerschaft Nordstream. Ja, aber hier können wir weitergehen. Das ist volle Übereinstimmung bis hier. Die teilweise Übereinstimmung haben wir hier. Ja, Parteispenden. Die Piraten sind für Begründung der Piraten für Parteispenden. Das will ich aber sehen. Prinzipiell spricht nichts gegen Spenden, wenn sie sämtlichst öffentlich gemacht werden. Zumindest ab einer Bagatellgrenze. Parteien sind primär keine Einrichtungen, die Umsätze Gewinne erzielen und daher auf Spenden angewiesen. Ah, haben sie schon recht, aber. Aber. Ist fettes Aber. Ihr wisst da selbst, Piraten. Die wollen Solidarität ist zu stark. Der Solidarität ist das Mindeste, was geleistet wird, um Ost und West auszugleichen, solange. Okay. Wo sehe ich denn jetzt meinen Standpunkt? Eigene Position anzeigen. Ach ja, hier so. Ja, so haben wir es natürlich. Ach so, hier. Ja, sehen wir hier noch meine schwarzen Pünktchen, wo ich mich enthalten habe. Wollen wir denn nicht Übereinstimmungen, Unübereinstimmungen mit der Partei? Hier. Ja, weil ich dann gesagt habe, das ist Frauen- und Männerwahl. Ja, schon, aber abwechselnd mit Frauen und Mann ist, ja. Bringt doch der tatsächlichen Gleichberechtigung. Es ist doch unwichtig. Es gibt schlimmere Probleme als
Also ein paar Listen und es ja. Homeoffice, okay. Asylpolitische Verfolgte, okay. Ausgenommen Andy B. Scheuert, würden ihn eine wütende Menge mit Mistgabeln jagt, wegen seiner zahlreichen Gehirnverfehlungen. Ihr müsst jetzt nicht aufzählen. Sie ist ein Grundrecht, ja, das soll für alle stehen. Okay, warum da? Okay, weiß ich auch nicht, warum die Partei da. Okay, ja, Kopftuch im Dienst, die Piraten enthalten sich. Hierzu haben wir keine entscheidende Position. Einerseits ist uns die Trennung von Religion und Staat wichtig, daher sind gegen jegliche Religionssymbole in Amtsstuben. Gleichzeitig halten wir das Grundrecht für freie Religions. Leute, entscheidet euch mal. Ja, die Piraten. Sprachliche, okay, die Piraten sind dagegen. Hierzu haben wir keine entscheidende Position. Ach ja, manche Punkte bei den Piraten. Ja, deswegen bin ich nicht bei den Piraten, sondern bei der Partei. So, Standpunkte haben wir hier nochmal. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Das hier ist nochmal mein Wahlomat-Ergebnis für die Bundestagswahl 2021. Da mich nach oben sollte sich gefallen haben. Macht selbst den Wahlomaten. Guckt mal, was bei euch da rauskommt, welche Parteien bei euch da ganz oben dort sind. Hoffentlich nicht die AfD, CDU und die FDP. Die gehören nach unten. Die Parteien nach oben. So, na dann. Danke fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim Wahlswiper demnächst. Den werde ich jetzt auch noch machen. Auch noch ganz gut. Ja, haut da rein. Ciao, ciao.